idea for you. I ain't letting a good lead like you get away. So make it great. That's it. Okay. We're done here. Das macht es natürlich deutlich einfacher. No excuse for a racket. Come out and show yourself. Come on, lady. Let's work something out. Was ist der Typ? Der Typ ist dahin. Letting a good lead like you get away. Er gegen ich, ein Pfeil. Come here, hon. Got a sweet idea for you. So. Gut. Probably a switcher on here somewhere. Oh, das ist doch eine dieser Mikrowellenwaffen. Ne? Mikroenergie explodiert er und fügt. Okay. Nehme ich. Aber ich hätte gerne. Dafür hätte ich gerne die Armbrust wieder. So. This is gonna be noisy. Stay! Ah. So, das Problem wäre gelöst, würde ich behaupten. Ah, die scheiß Geräte laufen ja auch noch. Da muss ich jetzt durch. Oh, warte mal. Die habe ich am Hinweg übersehen. So, die möchte ich dann auch mal ausprobieren. Bisschen laut, nicht? Ich habe gehört, ich glaube, die Splicer sind einfach gescheiterte Kapitalisten. Komm! So. Wo wir das erledigt haben, back to business. So. Damit hätten wir den Filter. Okay, also es geht hier wieder raus, nehme ich an. Ja. Die Waffe möchte ich mal benutzen. 300 Schuss ist schon mal ganz gut, ist wahrscheinlich aber so tödlich wie eine Gummipuppe. Oder so. Einmal die Umgebung checken, aber sieht gut aus. What'd you say? We're not finished. Ah. Oh. Wo die immer herkommen, frage ich mich.
Hier rein? Hier rein. So. Väterchen Frost finden. Da brauchen wir eigentlich die Hilfe von diesem komischen Typen. Diesem Atlas. Remind me, why am I supposed to care? You see, me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her, I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family. Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters. Very slow ones. Inwiefern eigentlich Harvesting? Das ist so eine Sache, die ich auch noch nicht ganz verstehe. Was ist hier passiert? Cool. Wahrscheinlich voll verschwendet, aber hey. Ich hätte gerne das Ding und ja. Gut, das sieht gut aus. Ich möchte hier nicht unbedingt andauernd sterben, deswegen schaue ich ein bisschen danach. Kommt gleich einer hoch. Und der Big Daddy ist hier wieder irgendwo. Erstmal schalte ich den da aus. So, wo ist der Big Daddy? Jetzt ohne Scheiß, wo ist der Big Daddy? Ach du Scheiße. Unsichtbarkeit. Oh oh. Most curious. Come on! What are you running away for? Oh oh, das war's mit mir. Weg. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Somebody's lurking about. Aber Big Daddy. Hast du gut gemacht. Oh yeah. Frosty. Knock. Yeah? Atlas sent me here for some old man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? Because you're the only one of us who don't smell like the reptile house at the zoo. Und das ist was Gutes? Andere Frage was? Just take the winner. This ain't the Goodwill. Hmm.
Was ist das? Hm. So Atlas asked me to figure out where to strike first when we bust out of this place, but you know, it all depends on when. Just what we needed. That was the last of it. Now you think you can manage the repair? Sure. I've been fixing quantum field generators. Sam, how are you? You should be ashamed. No, it's no hides from the light. I see what you've done here. So. Das wäre erledigt. Hm? Es geht doch hier raus, ja, ne? Ja. Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business. Bam. Idiot. Warum erwarte ich immer, dass sobald ich aus dieser Tür komme, der Big Daddy mir entgegenbürstet? Den muss ich ausschalten. Wo muss ich hin? Sind hier inzwischen Leute drin? Nee. Ich hätte ja erwartet, jetzt, wo die Tür hier offen ist, dass die Leute hier jetzt reingeplatzt kommen. So. Da kommt jetzt hier zwei Leute of CO2 poisoning the moment we turn the thing on. Das well, ist keine Ahnung. Not the perfect phosphor frequency, but it'll do. Und ein bisschen Peterchen Frost. Ja. Ah. Okay, that should stop it from overheating. There, everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. So. What did I tell you? Riss betreten. Und wir sind in Columbia. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal nach Columbia kommen würde. Schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Ach so. Warte mal, das dürfte doch... First Lady, war das nicht das Flaggschiff von Comstock? Oh, schon. It can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particle seated at the top of the structure. Must be up that lift. Perfect. Okay. Seems like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Oh. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time.
ungefähr. Schade. Sonst hätte sie schon wieder einen Comstock umgebracht. Wäre ja nicht das erste Mal. Das ist ein kleiner Aufzug. Ich tritt mal ein paar Schritte zurück, bevor man hier noch zerquetscht wird. So. Das sieht mir nach sowas aus. If I take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No. But we'll cross that bridge when we come to it. How you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced-up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Nothing but trouble that way. Best to head straight back to Rapture. Pretty lady not finished yet. What? Open the tear. Power for device, very expensive. Oh, ey, dieser Asiate ist gut schon. Tell me what you want. Something as simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Fink had a secret lab. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for Sutra. Then everybody friends. Where is his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find it. Should have seen that one coming. Also doch hier irgendwo. Whoa, what the fuck war das? We must have arrived right in the middle of the siege. Eiserner Vorhang. Okay. The other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Okay. So, wo ist das jetzt? Und warum humpelt er so das so komisch? Okay. I've taken your counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said. And a famous man shall say. I may reach the mountaintop. But I fear I shall never visit the valley below. You mean I won't live to see that? Nein, no, du wirst sterben. It's up to you what matters more. Your part in the play. Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman.